Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren altfestigen Festungsfolge in R4, einem realistischen Angelsimulator, ein Angelspiel. Heute mit einem etwas erfahrenen Spieler als ich zum Beispiel. Und der ist schon ein bisschen länger dabei, ist der liebe Saruto. Saruto, wie geht's? Gut. Du hast heute für uns was vorbereitet? Ach so, ja, ein Turnier an der Festung. Auf Amure und Karpfen. Auf Amure und Karpfen, ja. Und mal gucken, was es wird. Es startet erst um 4 Uhr morgens und der Preis beträgt 100, also wir sind schon drin, 100 Silbermünzen. Wo steht das? Da. Ja. Ja. Manche sagen bei mir im Stream, spar deine Moneten, spar deine Monetis. Aber jetzt haben wir nur, wir hatten 1580, jetzt 1480. Und auf welche Fische gehen wir? Erklär mir das nochmal, also was ist jetzt maximale Anzahl an Fischen oder was? Wir haben, warte, lass mich kurz gucken. Ah, steht da, glaube ich, ne? Maximales Gewicht der drei Fischarten. Also was bedeutet das? Wir haben schwarze Amur, weiße Amur und Schuppenkarpfen. Ja, das heißt, es zählen immer halt die dicksten von den drei Fischarten. Also der dickste zählt immer. Und das, was? Das Gesamtgewicht ist dann, hat dann halt gewonnen. Okay. Also einfach alles mäßig fangen. Ja. Ja, okay, ideal. Ich sah wohl in den Kommentaren, haben die letztens geschrieben, Vorfach darf nicht stärker als das Schnur sein. Ja. Warum nicht? Weil wenn der Fisch zu dick ist oder du deine Bremse zum Beispiel aus Versehen zu hoch einstellst und es dann halt reißt, dann reißt es dir nicht alles direkt ab, sondern dann reißt es halt nur das Vorfach, das heißt Köder und Haken. Und wenn er halt dann die Hauptschnur reißt, weil halt das Vorfach dicker ist, dann reißt es dir halt auch die anderen Sachen halt ab. Ja, Krise. Blei und sowas. Ja, halt. So wie in Real Life auch, ne? Ja. Und dann gibt's mit dem Knüppel auf den Kopf, so. Also wann wollen wir starten? 4 Uhr morgens oder 3 Uhr morgens? Mir ist egal. Eigentlich 3 Uhr morgens, sonst dauert viel zu lange. Ja, okay. Alles klar. Bei 47:21, mal gucken, wie das heute laufen wird. Ja, okay, da bin ich doch nicht. Ich bin noch bei dem ganz alten. 21:67. Ach so, okay. Spaß, da bin ich auch. Ich wollte nur nicht sagen, wo ich bin. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber das ist auch der beste Karpfenspot hier an der Alm, ne? Ja. Sei mal ehrlich, oder? Ja, momentan schon. Es gab halt auch mal eine Zeit, da waren halt auch andere gut. Aha. Momentan ist es sehr gut hier. Ja. Und wo unten bei diesem Schuh, gibt's da auch Karpfen bei Nummer 2, also unten bei diesem Zweierloch? Ja. Ja, easy. Okay, also Ladies and Gentlemen, wir waiten mal ab und dann geht's auch gleich schon los. Natürlich, COTW-Videos kommen weiterhin, nicht, dass die Leute, denke ich mal, nur R4, aber R4 wird auch kommen. R4, COTW, so hunter munter, mal eine Runde FN mit dem lieben Saruto. Jawohl! Und lasst dem Video gerne ein Däumchen nach oben da, danke! Und ihr könnt gerne Schrimps, Digga. Ihr könnt gerne Tipps reinschreiben, wenn ihr irgendwelche habt. Bin ich sehr offen für, ne? Weil man lernt von den Profis. Es gibt Leute hier, guck mal hier, wie viele in meiner Liste sind. Nicht mehr normal. Und da gibt's welche, einer ist schon Level 90. Ich will jetzt nicht so genau die Namen zeigen, wisst ihr. Vielleicht wollen die nicht das, vielleicht wollen die nicht im Video zu sehen sein. Aber auf jeden Fall welche, keine Ahnung, Level 50 und dann 90 verschiedene Trophäen oder so. Kein Spaß. Ah, also, es gibt halt auch... Es kann halt auch sein, dass die Futtermischen den Spot halt auch kaputt machen, dass sie das halt dann halt überfüttern und dann geht's halt auch nichts. Also ich mache manchmal, also früher hatte ich immer beim Brassenangeln zum Beispiel an jeder hatte ich immer Mischen und auch die ganze Zeit mit jedem Wurf. Ja. Achso, ja, und jetzt habe ich, also beim Karpfenangeln benutze ich so Trockenfuttermische, die nimmt man nach einer gewissen Zeit raus, aber jetzt so mit diesen Bällchen mache ich es eigentlich manchmal, also eigentlich oft nur noch an einer Route. Aber ich meine die im Futterkorb. Naja, das sind diese Bällchen, so, ja, die mach ich dann auch. Easy, boy, easy.
So, Ladies and Gentlemen, Saruto, bist du bereit? Ja. Wir haben 2:24 Uhr, dann würde ich sagen, let's go, oder? Ja, okay, auf geht's. Auf geht's, okay. Dann bin ich mal gespannt. Ich sag dir, wie es ist. Ich auch. Also, Sarudo, ich habe mal ein Video vom Alden geguckt, ne? Und der meinte, ich soll die HSV-Rollen, die ich hier auf der Fortuna Cup habe, erstmal drauf lassen und das Kugel, beziehungsweise die Bremse erst erneuern, wenn sie bei 30% ist. Ja, das macht mehr Sinn, weil dann sparst du dir die Kosten, weil du das dann direkt auf einmal hast und am Ende musst du, wenn, ja, es ist einfach unnötig, du kannst es gespart halt kosten. Erst ein bisschen warten, ne? Ja. Und liebe Zuschauer, gestern im Stream meinte jemand Schnurlaufringe, die muss man erst ab 100% Verschleiß reparieren. Meinte jemand, der schon sehr, sehr lange spielt. Was ist eure Meinung? Sagt in den Kommentaren bitte. Magic, er braucht viel, viele, viele Meinungen. Magic Preisgeld sind 170 Silber. Preisgeld 170 Silber, way, yo. Ja, das war, wir haben ja beide 200 gegeben und Beide 15, 100. meine ich ja insgesamt 200 und 15% Kommission und dann. Ja, wie viel Silber hast du? In the Momentan Tash? meinst du? Ja. 1067. 1067, ja. Ja, die Rolle, die ich mir kaufen will, muss ich jetzt noch das 20-fache sparen. Wird lang dauern. Diese Wenga-Menga? Ne, die kostet über 30k. Wayo! Kein Ich. Spaß. Ja, ich wollte mir erstmal eine Tagara holen. Aber dann spar Die. doch gleich auf diese Wenga-Menga. Ich habe einen fetten dran. Wayo! Ja, okay, nee, doch nicht. Der hat nur ganz kurz gezogen. Ja, aber. Boah, ich glaube, da ist ein Biss drauf, wenn ich mich nicht irre. Bis ich Ja. die Tagara habe, bin ich wahrscheinlich schon Level 35. Oder das ist eine Karausche. 8 Kilo Amor. Wayo! Also, 4 Uhr morgens, langsam wird's hell. Der Sonne, er geht auf in die alte Festung. Also, Saruto, ihr seht, 8 Kilo, 700 Gramm weißer Amur Graskarpfen. Okay, Ladies and Gentlemen, wir haben den ersten Biss drauf. Mal gucken, was das ist. Was, ich glaube, eher kleineres. Ein Schuppenkarpfen, dann kommen wir zu Magic. Jawohl, sehr schön. So, Saruto, wie läuft's bei dir? Ja, ich habe jetzt insgesamt 3 Amure gefangen Wow. und einen Karpfen. Easy, dann machen wir hier mal eine andere Montage drauf. Heute mal ein bisschen was Süßlicheres. Probieren wir es mal mit hier Kokosahne-Boilies. So, dann hören wir es auch schon wieder bimmeln. Ja, die Fortuna Carp-Routen, die biegen sich halt nicht so richtig wie die ich davor hatte, ne? Ja, die sind ja auch extrem hart, deswegen. Ja, mit. Ah, so. So, nächster Biss, schon wieder was irgendwie Kleines. Gucken wir. Oh, der geht ein bisschen in die. Nein. Das ist ein Graskarpfen. Komm mal her. So. Ein winziger. Wir werfen mal nach da. Ich glaube, da habe ich schon als kleiner Bub richtig große Haie gefangen. Oh, direkt hier ein Biss. Direkt hier ein kleiner Biss. Das ist ein dicker Schuppi. Der ist ja so süß, Naruto. So. Ja, wie viel Kilo hatte der? 6,6. Hey, Schuppi, hast du einen dickeren als ich? Ein dickeren als ich. Irgendwas passiert hier. Die Schnur, sie hat sich wieder geschlafft. Warum passiert das manchmal, Saruto? Manchmal ist Windstille. Oh, da weißt du was. Weil das. Windstille, aber trotzdem, du spannst die und eine Sekunde später löst die Schnur sich wieder. Ja, das, ich weiß auch noch nicht, woran das liegt. Mir passiert das ja auch nur hier. Am Bernie passiert mir das eigentlich nie. Nur hier an der Festung Ich kann ja irgendwie. auch bald an Bernsteinsee. Naja.
Bald Level 26, boah. Du könntest auch an den Ladoga See. Aber es ist dann halt zum Spinnen, könntest halt dorthin. Weißt du was Böses? Weiß ich nicht, ich war nur dort und hab mir die Map gekauft. Also die Karte, sonst war ich da noch nicht. Ah. Bei Sura und Donnes war ich auch nur ein einziges Mal, und zwar nur um zu gucken, wie es aussieht und mir die Karte zu kaufen. Ah, okay. Boah, so ein schwarzer Amu wäre nochmal ganz gut, ne? Ja. Aber jetzt in der halben Stunde weiß ich nicht, ob der kommt. Ich habe gestern und vorgestern zwei hintereinander gefangen. Ja. Bei mir sind auch, wenn die kommen, dann kommen die manchmal auch so in Phasen. Das sind 10 Minuten, irgendwie 5 kommen und dann erstmal wieder lange Zeit nichts. Und ja. So gut, ich habe ja letztens 20 Kilo Amur gefangen. Ab wann ist der Trovi? Amur? Schwarzer Amur, 20 Kilo habe ich letztens gefangen. Ich weiß es gerade nicht auswendig, aber ich kann für dich nachgucken, wenn du willst. Stabil. Schwarzer Amur Trophy 28 Kilo. Wayo. Super Trophy 40 Kilo. Wayo. 40 Kilo Super Trophy, Digga. Ja, und maßig ist er ab einem Kilo. Nee, aha. Warte mal. Nein. Maßig ist er ab 2 Kilo und ab 4 Kilo wird es auch im Chat angezeigt. Ja. Also, liebe Zuschauer, wir haben einen Discord-Channel, da haben wir jetzt diverse R4-Sprach-Channels reingemacht und auch andere Kanäle, wo ihr Trophies posten könnt. Einfach alles in der Videobeschreibung, was ihr Discord. Bam, draufklicken und fertig ist die Sache. Und dann seid ihr herzlich eingeladen. Wir spielen immer abends. Zuerst irgendwie Call of the Wild und danach RF4. Das sind immer sehr, sehr lustige Runden. Das ist nicht mehr normal. So, Ladies and Gentlemen, ich glaube, hier ist was sehr, sehr Kleines dran. Ja. Ich hab gerade einen richtig fetten Karpfen hier dran. Richtig dicken. Boah. Ich sag, der hat mindestens 10 Kilo. Wayo. Minimum, wenn nicht sogar mindestens 12. Schuppenkarpfen? Ja. 12 wird knapp 15 Kilo 8. Wayo! Kein Spaß! Ja, noch hast du ja noch 4 Stunden. Ja, aber bei mir beißt nur Schrott. Hast du einen Clip überhaupt? Ja. Wie viel Meter? 21. Okay. Aber ich wechsle immer, aber jetzt komme ich mit einer neuen Taktik. So. Okay, wir haben hier einen Biss drauf. Es sieht nicht gut für mich aus. Wir haben nur noch... jetzt das letzte Viertel. Unser Ruto, bei ihm, was war dein größer? Ich guck gleich mal. 15 Kilogramm Karpfen, 8,7 Kilogramm Amur. Können wir goodbye sagen. Da können wir leider goodbye sagen. Zu den 100 Silbern, bye bye. Naja, bisschen haben wir ja noch. Oder jetzt müsste halt nochmal so ein 20 Kilo schwarzer Graskarpfen reingehen. Aber der Wahrscheinlichkeit her ist, denke ich, ein sehr geringen. Ja, du musst ihn dann ja auch noch rechtzeitig auch noch rausbekommen. Ja, ist so. So, also auf die hier haben wir nochmal ein Maiskorn drauf gemacht, auf die Route hier. Und hier beißt wieder was, aber das sieht nicht nach einem 11 Kilo Amur aus. 1 Kilo Amur, ja. Yeah. Da fehlt nur noch eine 1. So, ich war kurz Holz nachlegen. Ich glaube, wir haben irgendwo einen Biss. Nein, haben wir doch nicht. Ja, da soll mal ein dickerer beißen. Hier beißen nur winzige. Was hast du als Köder benutzt, Saruto? Saruto?
dreimal Kartoffelwürfel ohne Mische und also ja, nur Kartoffelwürfel. Okay, wir kommen langsam ins Endgame rein. Das ist wieder was Winziges. Ein Giebel, wie soll ich damit gewinnen? So, hier nochmal ein gigantischer drauf. Nein, leider nicht. Ein Schuppenkarpfen. Ein Schuppimuppi. 2 Kilo. So, Saruto, GG, du hast gewonnen. Gucken wir uns Gegebnis an. Gegebnis, weiße Amu 8 Kilo. Meiner war 5 Kilo Schuppi, 15 Kilo. Way, yo, richtiger auf der Boss. Und 170 Silbermünzen. Ja. Ah. Ist so, wie es ist, ne? Ich werfe immer zu dem Spot, wo ich immer hinwerfe, zu dem Holzstück. 21 Meter Clip, so wie es jeder sagt, weißt du? Aber Krise. Ja, das kann noch ein bisschen am Regen liegen, weil manche so Karpfen beißen, glaube ich, beim Regen auch nicht so gut. Warum? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Die sind nur eh im Wasser. Ja, aber Forellen mögen es ja auch lieber kalt. Naja. Okay, Leute, ja, das war ein kleiner Wettbewerb mit dem Saruto. Saruto immer wieder gerne. Das nächste Mal gehen wir auf Hecht oder so. Wenn du Bock hast. Ja. Machen wir Silbereinsatz, keine halben Sachen. Wir sind ja hier nicht hier bei 200 Silbermünzen beim nächsten Battle. Mhm. 200 Silbermünzen Hecht, Saruto, Bratti. Ja. Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Saruto, hat sie auch Spaß gemacht? Ja. Alles klar. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Gebt dem Video gerne ein Like. Das war euer Magic. Tschüss.